Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Da, wo ich jetzt bin, machen andere langsam schon Urlaub, würde ich mal behaupten. Dabei ist es gar nicht so weit weg von uns. Ich bin beim Janosch, seiner Frau und seinem Nachwuchs. So sieht's aus. So sieht's aus, ne? Danke erstmal, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Er hat uns hier schon hervorragend verköstigt. Also das mit dem Frühstück hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass man uns damit einen großen Gefallen tun kann, gerade wenn wir am frühen Morgen kommen. Wir sind hier im, so viel können wir sagen, wir sind hier im Bereich, ja, da hinten ist... Man hört die Kleinen. Glücklicherweise haben wir nur zwei Mikros, also es hat sich jetzt kein Mikro bekommen. Nein, wir sind jetzt hier im Bereich Westerwald, kann man das sagen? Ganz genau. Ja, ne? Irgendwo so mittendrin, gar nicht so weit weg von Siegen. Das darf ich soweit verraten und ungefähr anderthalb Stunden bis zwei Stunden Autofahrt von uns. Und du hast dir hier dein Wohnzimmerheimkino, hast du dir hier eingerichtet? Ja, kleinen Anbau, hinten ans Elternhaus dran gesetzt. Das heißt, dass der kleine Anbau war generell geplant als Wohnzimmer oder weil du sagst, wenn, dann muss ich mir auch da direkt das Kino bauen? Was war zuerst der Gedanke? Ursprünglich geplant mal als Wohnzimmer. Also es gab auch mehrere Entwürfe, wie es denn letzten Endes aussehen kann. Das Ergebnis seht ihr ja gleich. Ja, zuerst war es als normales Wohnzimmer gedacht. Hinterher kam dann immer mehr das Interesse Richtung großes Bild, große Leinwand. Deine Frau sagte vorhin, Kino ja, in der Vergangenheit schon, aber ich weiß auch nicht, die glücklichste Kinobesucherin manchmal so, was Thema Preise, Qualität etc. angeht. Das war eigentlich immer so das Hauptproblem. Also echt jetzt? Wenn man dann, ja, wenn man mittlerweile meist 50, 60 Euro im Kino ausgibt, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und dann zu Hause, wie gesagt, ist, kann man in entspannter Atmosphäre gucken, mit besserem Ton und besserem Bild als in dem Kino, was wir zum Beispiel hier in der Nähe haben. Und es macht dann deutlich mehr Spaß. Kinobetreiber, müsst ihr da wieder ganz hart sein beim Zuhören, glaube ich. Aber ihr wisst, glaube ich, der eine oder andere fühlt sich vielleicht angesprochen oder auch nicht. Es gibt ja auch welche, die es besser machen, aber leider sind die nicht überall. Ja, wir werden aber weiter auch über Kinos berichten. Also, ich habe von Dennis, weil du hast ja dann mit uns Kontakt aufgenommen und dann hast du unter anderem mit dem Dennis sehr viel gesprochen. Ne? Genau. Und warst dann bei uns im Studio gewesen und hast dann auch einen Plan mitgebracht, weil du hattest schon ziemlich konkrete Vorstellungen, ja. Ne? Weil du beruflich in welchem Bereich tätig bist? Meine Ausbildung als Werkzeugmacher angefangen, zwischenzeitlich mal auch als Konstrukteur gearbeitet. Und dann kriegt man so eine kleine Macke rein, dass man anfängt, alles bis ins Detail auszuplanen, damit man halt weiß, was auf einen zukommt und wie es mal werden soll. Ja, und das muss ich schon wirklich lassen. Also ich sag mal, bis auf die eine Blume, die ich da vorhin schon gesehen habe, weil ich war schon mal kurz drin in dem Raum, ist hier schon alles ziemlich cool vorgezeichnet. Das ist die Idee von seinem Wohnzimmer mit integriertem Kino. Und wie wir sehen, sehen wir so gut wie gar nichts. Also wir sehen zwar noch zwei Lautsprecher und Fernseher, aber man sieht natürlich keine Kabel, gar nichts da. Das heißt, ja, Anbau ist klar. Das Ganze wurde richtig gezimmert, gehämmert. Hier war wahrscheinlich dann eine Wand, vielleicht eine Tür im Garten rein oder war gar nichts war da? War komplette Wand. 36er BIMSON, ja, wir haben sie aufschneiden lassen. Also sonst hätten wir keine Chance mehr gehabt. Da wir hier, war ja unser Wohnzimmer vorher drin in dem Raum. Und die Jungs kamen dann mit der großen Säge und haben von außen die Regipsplatte quasi stehen lassen, dann war der ganze direkt draußen und wir konnten eigentlich mit dem Vorschlag einmal den Rest dann durchhauen. Das ging eigentlich ganz gut. Und die Verwaltung in der Stadt, in der du wohnst, die waren auch ganz freudig erregt, als du sagtest, du willst das anbauen? Ja, hat nur 6 Monate gedauert. Nur 6 Monate? Mann, das ist ja bald für deutsche Ämter Rekordzeit. Ja. Kommen die dann eigentlich danach nochmal und gucken auch nochmal? Ja, die waren sogar hier, wo keiner von uns da war. Wir hatten, ich glaube, 6 Schreiben, die wir in gewissen Abständen denen zur Verfügung hätten stellen müssen. Oh, hast du nicht gesehen? Und der letzte Zettel, Briefkasten war noch nicht installiert, oder? Nee, und der letzte Zettel fehlte. Und das war quasi der Bescheid, dass du jetzt da wohnst. Ja. Und dann irgendwann kriegte ich ein Schreiben, ja, ein Mitarbeiter von uns war jetzt bei Ihnen vor Ort und konnte feststellen, dass der Raum schon belebt wird. Bitte Dokument nachreichen. Denke ich, okay. Und dann ist aber nicht nur einer gekommen, wollte mal sehen. Nee, der war schon hier. Und, was hat er gesagt? Ja, war keiner, von uns war keiner da. Ach so, war er ist einfach so mal gucken gekommen. Ah, okay. Er kann ja nicht reingehen. Hat er nur von außen. Am Fenster. Echt? Holla die Waldfee. Die Ämter heutzutage. Ja, gut. Aber hast du alles richtig gemacht? Es steht, es ist super. Und das ist wie lange jetzt schon? Seit Oktober letzten Jahres. Okay, jetzt haben wir genug erzählt. Wir würden mal sagen, mach mal die Schiebetür auf. Schiebetüren sind schon geil. Ne? Die nehmen natürlich wenig Platz weg. Aber du hast erzählt, die war auch eine Fertigschiebetür. Ja, ist ein Fertig-Trockenbau-Element. Hast du einen Tipp für jemanden, der die auch plant? Weil du hast eine Erfahrung gesammelt. Die willst du nicht nochmal sammeln, ne? Das ist jetzt eine Schiebetür von der Firma Kliss an und für sich. Eine sehr schöne Schiebetür, aber die Montage ist schon aufwendiger als erwartet. Also da kann man schon einiges dran falsch machen. Und das Wichtigste war der Boden, ne? Das Wichtigste war der Boden. Wir hatten laut Zeichnung war das Trockenbauelement bemaßt vom Fertigfußboden aus, aber in der Regel stellt man Trockenbauelement ja nicht auf einen fertigen Fußboden, sondern auf einen Estrich zum Beispiel, so haben wir es auch gemacht. Und im Nachgang durften wir dann die Türen nochmal um 2 cm kürzen und alle Nuten nachfräsen und so weiter. Aber dafür hast du jetzt eine wunderschöne Schiebetür. Dafür habe ich jetzt eine wunderschöne Schiebetür, so, und diese Schiebetür wird noch klassisch von Hand geöffnet. Wir müssen nicht Alexa, nicht klatschen, gar nichts machen. Das läuft noch von Hand, ne? Richtig. Gut, dann machen wir doch mal.
Genauso habe ich auch geguckt. So wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade am Monitor oder am Fernseher guckt. Das ist schon cool. Und wenn man das mal so vergleicht, ne? Also da stimmt schon verdammt vieles überein. Und das war vorher. Ja. Das ist jetzt nicht im Nachhinein gemacht worden. Das war vorher die das Idee. Das Bild ja? war im Januar letzten Jahres. Ja, cool. Also komm, lass uns mal reingehen. Die berühmte Frage, die wir als Anfang immer stellen, ist für alle die, die jetzt direkt schon mit dem Maßband gucken, ob sie das auch realisieren können, nämlich die nach der Raumgröße. 6x5 Meter. 6 Meter lang. Oh, kommt aus der Pistole 5 geschossen. 5 Meter breit. 6 Meter lang, 5 Meter breit. 30 Quadratmeter, würde ich sagen. Ne? Richtig. Ja, das so ist aber ein schönes Wohnzimmer. Und der Knaller ist natürlich hier mit dieser, mit der Decke nach oben und das Ganze. Der schöne da, ne? Schräge, ja, das ja, hilft toll. Auch beim Beamer. Also das reflektierte Licht wird durch die Schräge, fällt es an der Decke nicht auf. Es verschwindet quasi hinter der Kante, die vorne ist. Ja, man muss ja fairerweise sagen, du hast ja noch ein bisschen mehr im Detail einfallen lassen und das gucken wir uns mal so der Reihe nach an, weil du hast auch mit der Leinwand entsprechend etwas kompensiert. Also Fenster einmal da oben, kannst du die irgendwie zu- und aufmachen? Elektrische Rollen. Und die sind dann lichtdicht oder was würdest du ja, sagen? Ja, die sind schon ziemlich lichtdicht. Also das heißt, der das nachmittags Star Wars Film geht, weil du bist ja. ein Star Wars Fan? Ja, unter anderem, ja. Ja, okay, also ist klar. Und draußen auch eine Rolllade, die richtig auch zu ist? Auch eine elektrische Rolllade, ja. So, dann machst du das dazu. Schiebetür zu, mit, das sind noch extra Vollholztüren, weil wir vorher Bedenken hatten, wenn wir eine leichte Schiebetür einbauen, dass die schwingen könnte. Mhm. Deswegen haben wir dann Vollholztüren genommen, die ein bisschen Gewicht haben und die hier intern auch noch so eine Verkrallung innen drin haben. Damit, die verzahnen sich so ein bisschen genau, dann. Dadurch wird die schon ziemlich steif. Und du hast also auch die Erfahrung gemacht, ja. dass das funktioniert. Also ich habe es noch nicht klappern gehört. Weil man muss ja sagen, hier stehen so zwei große viereckige Klötze drin. Welche sind das konkret? Die SVS PB 2000. Ja, du hast das Video von Gennaro sicherlich auch gesehen. Er hat ja sehr viel Spaß mit den beiden. Die stehen dir ja nicht großartig nach. Ja. Aber du hast jetzt hier keine, außer, ihr seid hier ein Vier-Generationen-Haus, ne? Ja. Und, hat Oma schon was gesagt? Nee, funktioniert. Also wir haben auch am Anfang mal ausprobiert, wie laut wir drehen können, ohne dass es jemanden stört. Also klar, man hört in der Etage oben drüber und in der zweiten Etage oben drüber. Es war leicht die Subwoofer, aber an und für sich. Vom normalen täglichen Gebrauch klappt es. Weil wir beim Aufbau vom Anbau schon darauf geachtet haben, den Anbau weitestgehend vom Haus zu entkoppeln. Also sind überall Dichtbänder zwischen, die das möglichst entkoppeln. Der Estrich ist entkoppelt vom Haus. Alles mit diesen Dichtbändern. Das hast du alles schon auch unter dem linken Gesichtspunkt mit geplant? Ja. Ah, hier lernt man mal wieder was, würde ich sagen. Ja gut, weil das schwingt natürlich. Also wenn die Subwoofer schwingen, der Boden vibriert, das merkt man auf jeden Fall. Aber im Vorraum merkt man es schon nicht mehr. Ist schon nicht mehr übertragen. Genau. Das nächste wäre dann nur noch, das Ganze auf Federn zu bauen. Da gibt es ja jemand berühmtes in Belgien. Ich wollte sagen, auch das wäre ja schon, die Idee gab es ja schon. Alles klar. Komm, wir drehen mal so ganz langsam eine Runde hier. Also, du hast gesagt, 6 Meter tief, 5 Meter breit. Du hast dich entschieden weiterhin für einen Fernseher, ja. der beim Wetterbericht nur eingeschaltet wird oder was wird gemacht? So ungefähr. Also wie gesagt, wenn tatsächlich mal schlechtes Wetter draußen ist und man nicht um 12 Uhr die Rolllehne runter machen will, dann läuft halt mal der Fernseher, aber in der Regel abends nicht mehr. Gut, gehen wir weiter rüber. Das heißt, Fernseher, was ist das, 55 Zoll? Ja. Ja, ne, um den Dreh, ne? Und jetzt hast du ja hier dir eine Wand gebaut, wo eine Vertiefung ist. Mhm. Warum, wieso, weshalb? Weil der Fernseher selber ist ja nicht in der Wand eingebaut, ne? Nee, den haben wir nicht in die Wand eingebaut, mit dem einfachen Hintergrund, der nächste Fernseher wäre halt nicht mehr 55 Zoll, der hätte eher 65, 75, sowas in der Richtung. Und wenn ich eine Nut baue oder eine Vertiefung, passt es wieder hinterher nicht. Der Hauptgrund für den Vorsatz war, dass wir die Kabel alle vernünftig verschwinden lassen können. Und wir fanden halt so zwei dekorative Nischen nicht schlecht, mit Spot beleuchtet. Und wenn ich jetzt dagegen klopfe? Ist das relativ hohl. Mhm. Okay. Hast du da Dämmmaterial alles noch ja. dann drin? Okay. Aber keine Lautsprecher, nichts dergleichen, ne? Haben wir alles nicht da, ne? Brauchen wir alles nicht. Sondern du hast, was ist das hier? Das ist nur eine Abfärbung, weil du, wenn du die Leinwand runterfährst. Habe ich rechts und links alles schwarz. Sobald die Leinwand runterfährt, ist die Front ziemlich komplett schwarz. Weil der Rest von der weißen Fläche wird ja weitgehend abgedeckt durch die Leinwand. Die fährt bis auf, ich glaube, 3 cm über das Lowboard. Und dann bleibt unten die Luft. Ich sage ja, heute lernt man wirklich was, weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist eine geniale Idee. Man muss ja nicht die ganze Wand schwarz machen, man braucht ja nur den Bereich, der noch übrig bleibt neben der Leinwand. Die Überlegung gab es aber tatsächlich immer, die schwarz zu machen. Aber wenn man das Bild dann rendert, sieht man schon, dass das nicht funktioniert. Ziemlich und so geht's Dark also so, Room. Ja, und so hat man halt, ich glaube, 60 cm breit sind die schwarzen Balken jetzt. Also das ist verkraftbar. Und es ist wert, wenn man die Leinwand runterfährt, auf jeden Fall. Dann verrate mir mal die Leinwandbreite. 3,30 Meter. Bei welchem Sitzabstand? Knapp 3,50, ja. Geiles Verhältnis. Warst bei uns im Grubi-Kino, ne? Ja, so sieht's aus. Die Zahl kenne ich. 3,30. Genau. Okay, gehen wir mal weiter. Du hast hier Möbel. Ja. Dieses Möbel hat im Wesentlichen die Funktion, würde ich behaupten, der Center ist da. Richtig, der Center ist drin, ist ein Möbelstück von dem schönen schwedischen Möbelhaus. Ja.
Das ist es wieder? Zumindest mal im Original. Dann ist noch nachträglich eine Holzplatte mit Stoffbezug oben drauf gekommen, in schwarz, damit wir halt keine Reflexion haben von der Leinwand und halt der Center in versteckt. Aber da musstest du das Ding auch wieder aufsägen? Ja, ist ausgesägt. Ach, das kommt mir auch bekannt vor. Habe ich in einem von euren Videos zufällig gesehen. Ja. Genau, der war da der Kollege, der vorne alle drei Lautsprecher da ausgesägt hat. Ne? Daher kommt auch die Idee dazu. Ja, man muss aber sagen, du hast etwas sauberer gesägt, ohne dem anderen Kollegen zu nahe zu treten. Aber du hast da schon eine sehr professionelle Maschine, weil der Papa hat, glaube ich, auch noch ein bisschen Unterstützung Der macht mit Holz ein bisschen was, ne? Haben wir ja so Hobbytechnik. Habt ihr ein bisschen Technik hier im Raum? Richtig. Also wir können mit Holz so ziemlich alles bearbeiten, das funktioniert. Ja, cool. Und da sieht mich dann da ist er wieder, der Dali-Werbefilm. Jawohl. Es ist ein Dali mal wieder drin. Ja, Kinder, es tut mir leid, ich habe noch mal keine Engelchen und wie die anderen Dinge alle heißen, im Programm. Also, Dali Opticon. Erklär mir kurz, mit Dennis getroffen und dann seid ihr mal bei uns durch die Räume gelaufen. Richtig. Und zwar, also wir waren auch relativ lange da, Dennis hat sich auch viel Zeit dafür genommen. Mhm. Also wir waren, ich glaube, bestimmt 4 Stunden bald Probe hören bei euch, immer mal wieder. Mhm. Aber letzten Endes war das für uns die richtige Wahl. Wir haben jetzt die Opticon 6 vorne, Opticon 2 hinten, Fassung satt oben. Mhm. Vorne gab es noch die Überlegung, die 8er hinzustellen, aber wir haben dann gesagt, die 6er haben uns vom Klang dann doch ein bisschen besser gefallen. Mhm. Die 8er waren basslastiger, das hole ich mir lieber über die Subwoofer. Ich wollte sagen, die Standlautsprecher. Und da sind natürlich auch schon ein paar Klopper, die Achter, ne? Die machen nochmal einen Sprung nach oben, in der ganzen Größe. Ne? Also finde ich auch, passt super. Ja. Und den Bass hast du dir über die Subwoofer geholt. Richtig. Oh, genau. Den hast du jetzt angeschrägt, hast dir was Schönes Schräges da reingesetzt und das Ganze noch mit einer Filz, so einer kleinen Filzdecke drüber gesetzt, ne? Damit du keine Vibrationen, Schwingungen und ähnliches hast. Ja? Und von der Höhe halt so ausgerichtet, dass im Endeffekt der Center aktuell höher strahlt als die Ohren sind. Mhm. Damit es halt wirkt, als ob der Ton vom Center aus der Bildmitte kommt und nicht von unten. Jo, der gute Frank filmt gerade deine Leinwand. Da hast du dir, ich würde sagen, schon mal Größeres ausgedacht von der ganzen Konstruktion, weil du nutzt hier eine Leinwand, die nicht klassisch Deckeneinbauleinwand ist. Aber wenn ich das so richtig sehe, wolltest du die nutzen, also die so verbauen, dass du auch jederzeit mal wieder rankämst, ne? Für den Fall der Fälle. Ich hatte Bedenken, dass wenn ich jetzt wirklich nur noch den Schlitz stehen lasse, sodass die Leinwand gerade runterfahren kann, so wie es immer ist. Murphy's Law, alles was passieren kann, wird passieren. Mhm. Gerade verbaut und man kommt nicht mehr dran. Und dann habe ich gedacht, baue ich lieber eine Klappe hin, und sodass ich im Nachhinein immer noch drankomme. Im Endeffekt kann man jetzt hergehen und kann die Leisten, die du jetzt hier vorne siehst, die sind alle nur noch mit Klett fest. Die kannst du komplett abziehen und dann kannst du die gesamte Klappe einmal aufschlagen. Hast du Klavierband dann oder sowas gemacht? Oder? Genau. Ja, sind also, glaube ich 6 Scharniere. So ah, 6 Scharniere. Das heißt, du klappst die runter? Ja, und dann kommst du von unten gut an die Leinwand dran. Also könntest du im Ernstfall sogar komplett ausbauen oder neu reinmachen, reparieren, was auch immer. Und dann hast du die sind ja mit 2 Winkeln befestigt, die kannst du dann aus dem Winkel mehr oder weniger rausnehmen, ne? Rausheben, ne? Okay, alles klar. 3,30 Meter, das ist schon eine ordentliche Größe vom Bild her. Das ist ja auch ein bisschen größer dann vom Kasten her. Aber hier hattest du weniger Probleme, da reinzubekommen. Ging ja zur Not durchs Fenster, ne? Ja, ging durch die Terrasse. Da kam eine große Kiste an, ne? Kann ich dir sagen. Da hast du auch Holz für den Winter jetzt, oder? Ja. Das ist eine Stuart-Leinwand. Und zwar, wir zeigen das gleich, eine ganz besondere, weil, kann man sich natürlich vorstellen, wir haben hier einen relativ hellen Raum hier mit viel Reflexion, auch wenn jetzt vorne rechts und links schon dunkel gemacht wird. Aber bei der Firma Stuart gibt es verschiedene Tücher, die besondere Eigenschaften haben. Komm, erzähl einfach mal, welche ist es? Wir haben ein Greyhawk-Tuch, G4 müsste es sein, wenn mich nicht alles täuscht, RS. Mhm. Haben uns das halt auch, wie du sagst, schon gekauft, weil wir ein Wohnzimmerkino haben und das Bild halt möglichst nach oben treiben wollten. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall und man merkt auch deutlich, dass es weniger Reflexion zu den Seitenwänden gibt. Ich meine, die Seitenwände haben wir jetzt hier sogar schon grau gemacht, um halt den Raum nicht unnötig dunkel zu machen, aber ein bisschen zu schlucken. Aber es ist relativ wenig an Reflexion zu den Seiten da durch die Leinwand. Das muss man wirklich sagen. Also Star Wars ist gesichert, wie gesagt, hier auch in diesen Raumbedingungen, weil du hast ja auch einen Beamer, der das auch echt braucht. Ne? Also der kann das auch richtig nutzen. Ne? Da kommen wir gleich zu. Wir fragen nicht alles, wir machen das so im Purple. Wir wandern jetzt mal so schön hier der Reihe nach durch. So, das war nicht in der Zeichnung drin. Nee, das war nicht das in der Zeichnung. Das ist jetzt vom Nachwuchs. Ja, sehr gut. Da war auch noch Zeit für. Ja. Und dann haben wir hier eben den Dali, die Opticon 6 haben wir hier. Und dann hast du dir, finde ich sehr elegant aussehend, so kleine, was ist das, ein Röhrchen, was da rein ist, wo das Kabel so rausgezogen wird. Kleine Metalldrehteile. Ne? Genau. Also, Edelstahl gedreht. Hast du selber gedreht? Drehen lassen vom Schwiegervater. Vom Schwiegervater. Echt? Mhm. Hat der so viele Maschinen hier stehen oder was? Nee, der Schwiegervater wohnt weiter unten im Ort und der hat die gedreht. Finde ich sehr cool, weil du hast dann also keine Stecker, die man da so ranstecken muss, sondern du gehst mit dem Kabel direkt in einem durch, ne? Stecker fand ich auch nicht so schön, und dann habe ich über die Kabel direkt durchgezogen.
muss man halt darauf achten, wenn man die Karte verlegt. Also sollte daran Interesse sein, wer weiß, vielleicht machen wir hier einen Deal und du produzierst die jetzt demnächst in Serie. Ne? Weil du hast ja, weil das ist jetzt auch hier eine etwas Hohlwand. Was hast du so an Distanz nochmal, also was an Zwischenraum ungefähr? 60 mm. 60? Ja. Also 6 cm. Ja. Und das ist auch gefüllt mit Wolle und allem und dran. Ist das richtig gemauertes hier? Nein, das ist Holzständerwerk. Das ist alles Holzständerwerk? Mhm. Okay, alles klar. Gut, okay, also das hast du da auch gemacht. Ja, dann hast du hier deine wunderschönen Elemente. Die, hast du die schon am Anfang drin gehabt oder hast du die nachher erst reingesetzt? Die waren schon geplant und die sind auch seit der ersten Spielminute hier drin. Also einen Unterschied gar nicht direkt gemerkt, sondern... Zwischendurch habe ich sie mal abgehangen. Also dann hingen sie schon da, ich habe alles eingemessen und nachdem ich fertig war mit Einmessen, habe ich sie irgendwann mal abgenommen, um den Effekt zu sehen. Aber das merkt man deutlich. Also man merkt auch, da ja relativ wenig Möbel in dem Raum stehen für die Größe und das Volumen. Sobald ich die aus dem Raum nehme, alle, fängt es auch an, deutlich zu hallen hier drin. Also das merkt man schon. Fällt mir auch gerade auf, ist halt eigentlich gar nicht hier. Ja. Ne? So. Und obwohl eine hohe Deckenhöhe, also hinten eine 3,50 Meter Deckenhöhe, das machen die schon gut weg. Hast du die selber gebaut? Ja. Was hast du da genommen? Das dürfen wir auch mal verraten. Ein Holzrahmen und der Schaumstoff innen drin ist Basotect. 10 mm stark, 10 cm stark, so rum. 10 cm stark, 8 cm Basotect, 2 cm Luft nach hinten. Bespannt mit Akustikstoff. Und dann einfach reingehängt wie ein Bild? Genau. Und daher kannst du schnell mal aufmachen, mal zu gucken, was so passiert. Kann ich auch zeigen, wenn du willst. Zeig mal. Die kannst du einfach abmachen. Ja, ist doch perfekt. Guck mal hier, professionell. Ich habe ein Loch reingebohrt. Hinten hier reingelassen. Müssen wir halt halten. Wenn der Nachwuchs hier bald rumspringt, dann sollten die Dinger auch sicher an der Wand hängen. Jo, das stimmt. Dann halt mit Stoff kriegt man so relativ gut wieder ein. Ja, also, auch das bis ins letzte Detail. Da wir ja schon in dieser Ecke sind und du hattest es ja schon in deiner Auflistung drin, hier sind ein paar mehr Lautsprecher als nur 5. Das liegt daran, dass er ein Cast war, dass er bei uns im Grubi-Kino unter anderem war und wahrscheinlich etwas gehört hat, was mit dem Namen DA oder nur A anfängt. Mit was? DA, Dolby Atmos. Ja, Auro. Dolby Atmos und Auro, richtig, aber wir haben uns da ziemlich schnell auch für Auro 3D entschieden und sind damit auch sehr zufrieden, das kann man nicht anders sagen. Also auch jeder der andere, der hier im Kino sitzt, ist der sagt immer, wow. Begeistert davon. Ja. Ja, du hast ja auch eine interessante Vorrichtung, weil das ist manchmal schon mal ein bisschen problematisch mit der Ausrichtung der Lautsprecher, weil die haben da hinten dieses Kugelgelenk, was wir euch jetzt mal im Putz zeigen, aber das ist ja nicht unendlich in der Beweglichkeit und wir müssen ja schon einen gewissen Winkel und eine gewisse Ausrichtung erreichen. So, du hast es jetzt gelöst mit ganz kleinen Stativen. Sind die auch selbst gebaut oder die gibt es tatsächlich IKEA, so als, Möbelhaus oder die so im Internet bestellt. Die gibt es im Internet, okay. Auch nicht dann hast du es da dran gesetzt einfach. Genau. Perfekt. Nur ein Loch zusätzlich dran gebohrt, damit die DALI-Halterungen dran passen, aber an und für sich kein Problem. Ja, nennt sich DALI-Fasson Sat.1 für den, der das zum ersten Mal sieht, was ich kaum glaube. Aber egal, haben wir da. Dann hast du hier Halogenleuchten, einmal so drumherum gemacht. Du hast ja einen Kranz gemacht, ne? Das heißt da oben drüber. Kann ich davon ausgehen, dass da noch was ist? LEDs, ja. Da sind LEDs drin, ne? Alles Philips Hue. Alles Philips Hue. Wir dürfen ein Wort ja nicht sagen, weil sonst geht hier direkt die Post ab, oder was? Ja, da solltest du aufpassen mit dem Wort. Alexa, könntest du hier alles zumindest mal anschalten. Oh, da winkt schon alles wieder da hinten, wie Weihnachtsbaum. Ja. Okay, ich halte erstmal den Mund, was das Thema angeht. Also das hast du auch aufgeteilt mit vorne hinten, weil das ist ja so gut, von uns. Also die Lichtschalter sind so aufgeteilt, auch auf eure Empfehlung hin, vorne, hinten, Mitte, könnte ich getrennt schalten. Aber durch Hü ist es... eigentlich egal. Ich könnte ja durch Szenen sowieso alles einzeln schalten. Ja, genau. Aber eben so, dass die Schaltkreise... Ja, genau. Du kannst ja jede Lampe einzeln ansteuern. Das stimmt tatsächlich. Ansonsten immer wirklich vorne hin, weil du guckst sicherlich auch ab und zu mit Licht. Und ich sehe, das Licht fällt ja auch so gut wie... Cooler, die ersten, die fallen auf die Leinwand. Ja. Trotz, obwohl Hochkontrast ist auch schon nicht mehr so wie bei einer weißen. Das sieht auch schon anders aus, auch besser. Also so schlecht sieht es nicht aus. Also genau. Es fällt kaum auf, muss man wirklich sagen. Und auch gerade durch die Schräge von den Lampen an der Seite fällt, die sieht man fast gar nicht. Es stört fast nicht, wenn die an sind. Okay, wir werden euch jetzt mal ein paar Bilder zeigen, wie das aussieht, wenn wir das Licht ausmachen. Das machen wir, blenden wir mal eben ein und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Was ja der Knaller ist, dass du in deinem Wohnzimmer ein Voice of God noch eingebaut hast. Ne? Ja, habe ich. Also da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Musst du da oben hin. Herzlichen Glückwunsch. Also Voice of God guckt uns oben in der Schräge an, auch mit einer ziemlich coolen Installation. Diese orange Farbe ist auch cool. Ne? Wer kam denn da auf die Idee? Auch ich. Auch selbst gebaut. Sind halt das sind Paletten, ne? Ja. Mit Push-to-Open-Schubladen und 4 Stück dran, um auch mal die Fernbedienung etc. verschwinden zu lassen. Also das habe ich noch gar nicht gesehen. Das heißt, du hast ja echt Schubladen eingebaut? Ja. Ja, das ist ja cool. Also Palettennummern kenne ich ja, aber dass da einer sich Gedanken macht, wie er da eine Schublade einbaut, ja, ist ja super. Und auch vom Look her. Genau. Ja, Junge. Sollte halt ein bisschen hier reinpassen. Das Graue haben wir ja sowieso an Wänden und an den Kannst schon einen Preis für kriegen, würde ich sagen, ne? Und das Orange passt dann wieder zu den Absorbern. Naja, cool.
Okay, Sofa war ja... Ist aber auch mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Warum? Weil die alle so krumm und schief sind, die Dinger? Oder? Ja, zum einen das, weil man ja jedes Brettchen einzeln schneiden muss. Die sind ja im Endeffekt nicht drin. Die muss man ja passend schneiden, sodass man halt eine halbwegs gerade Fläche hat. Ja klar, du musst die Zwischenräume auffüllen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 25 Stunden allein die Paletten geschliffen. Nein. Ja gut, dafür hast du aber auch hier glatt wie ein Kinderpopo bald, ne? Bis die ganzen Kanten mal weg waren von allen Seiten. Das war schon doch mehr Arbeit, als ich dachte. Ich dachte, man holt mal eben zwei Paletten, schraubt die zusammen und ist fertig. Dem war nicht so. So, ein kleiner Blick ins Grüne. Schöne Gegend hier. Ne? Und dann hast du hier hinten jetzt die Opticon, was ist das? Zwei ist das, genau. Ne? Die mit dem Original Dali-Fuß und hast da drunter aber nochmal so eine Marmorplatte draufgesetzt oder Granitplatte, ne? Das ist bei dem jetzt wegen was jetzt auch zum Entkoppeln, deiner Meinung nach, alles entkoppeln. Ja. Ob es wirklich erforderlich ist, kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich habe es nie getestet. Auch, das ist jetzt nicht so eine riesen Anforderung. Davon mal abgesehen, dass der Estrich ja sowieso nicht ans Haus angekoppelt war. Ja, aber als wir die bestellt haben, haben wir quasi die Granitplatten direkt mitbestellt, haben die hinterher nochmal auf diese Waschmaschinenplatten gestellt. Da sind ja nochmal die Gummimatten unten drunter. Ja. Angekoppelt quasi an den Granit und abgekoppelt vom Boden. Also du wolltest nichts anbrennen lassen? Genau, sicher ist sicher. Mhm. Hinten kommt wieder ein Kabel, das ist ein ziemlich fettes Kabel für einen Subwoofer. Hast du die Rohre dann im Inneren da gelegt? Also wirklich durch Rohre legst du das, ja? Alles leer. Also nicht einfach durch den nachher durch die Dämmung dadurch, weil das kann ja auch manchmal ziemlich sich verhaken. Genau, das und wenn mal was ist. Also klar, ich hätte Arbeit, die Kabel da rauszukriegen, aber ich käme überall dran. Cool. Ich habe da natürlich auch einige Videos von euch gesehen, wo Leuten mal ein Kabel abgeraucht ist, nachdem man gerade fertig war. Deswegen, es kann halt mal was passieren und man sollte überall wieder halbwegs drankommen. Klasse. So, jetzt hast du ein Subwoofer da, ein Subwoofer da. Ich gehe davon aus, das ist auch ein bisschen berechnet worden, ne? Wahrscheinlich. Ne? Habt ihr mal auf den Plan geguckt bei uns? Hat der Dennis mir geholfen bei. Den hat ich auch gefragt, wie ich die am besten aufstelle oder was am meisten Sinn macht. Und das waren so die Positionen, die er dann genannt hat. Und daraufhin habe ich dann auch die ganzen Kabel für den AV-Receiver etc. alles so gelegt, wie ich es brauchte. Im Vorfeld habe ich gehört, du bist ziemlich zufrieden, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. Also ich bin begeistert, sowohl von Auro 3D, von den Subwoofern, Beamer, Leinwand, alles perfekt. Welche Technik hier zur Verfügung steht, das seht ihr jetzt in der nächsten Szene. Gucken wir uns das mal drüben an. Gerne. Ja, also das ist auch so ein kleiner Power Tower, würde ich mal behaupten. Ne? Da steht auch alles sehr, sehr ordentlich verarbeitet drin. Das muss man euch schon lassen. Also ihr habt da ja schon sehr schönen Stil, wie ich finde, wo man wirklich auch kabeltechnisch kaum was sieht. Lass mich raten, auch hier war die Familie dran beteiligt, was den Bau dieser Konstruktion hier angeht. Ne? Ja, wie gesagt, Holzbearbeitung ein Hobby. Mhm. Und ursprünglich hatte mein Vater das Ganze mal geplant für sein Wohnzimmer. Da steht ein ähnliches. Bisschen anders aufgebaut, andere Aufteilung der Scheiben und ich habe es dann nur für den Bedarf hier unten angepasst, anders konstruiert und dann hat er das letzten Endes gebaut. Ist massiv Buche, ne? Massives Buchenholz, genau, ESG-Sicherheitsglas als Scheiben. ESG-Sicherheitsglas? Wir hatten extra bei einer Firma noch angerufen und nachgefragt, die dann gesagt haben, nehmt am besten Sicherheitsglas, damit halt auch nichts passiert, wenn dann doch mal was drauf fällt. Das heißt, es zerfällt in 1000 Stücke dann? Ne, das springt nur, aber es zerfällt nicht. Es bleibt eine zerfällt Platte. Nicht, weil eine Folie mit eingearbeitet ist oder so? So sieht es aus. Ah, ist auch wichtig. Und es biegt sich halt nicht. Das ist halt von der Steifigkeit besser, weil die hatten Bedenken geäußert, wenn wir 6 oder 8 mm Glasplatten nehmen und einen AV-Receiver mit 6 Kilo auf Dauer belasten. Dass es ermüdet und eine leichte Biegung gibt. Aber so funktioniert es. Wieder was dazugelernt, ESG-Sicherheitsglas. Den Glaser des Vertrauens bitte fragen. Gut, und dann hast du hier, das ist so ein bisschen satiniert, ist das, ne? Oder? Ist das Unterseite ist weiß lackiert. Weiß lackiert, achso, daher kommt der Effekt, ne? Unten weiß, das selber lackiert hat? Nee, die kannst du so bestellen. Das kann man so bestellen, okay. Ja, und dann ist jetzt hier alles schön rein nach aufgebaut. Dann fangen wir doch mal unten an. Das ist ein 6300er, ein Denon. Da hast du ein Auro installiert, ein Oppo 203. Gezockt wird auch. PlayStation 4 Pro natürlich. PlayStation 4 Pro, okay. Hier ist noch kommt frei, da steht theoretisch eine Xbox drin, die ist im Moment geliehen an meine Schwester. Oh, und? Gibt Schwester nicht zurück oder was? Ja, das sieht so aus. Aber ich kann sie bald wiederholen. Liebe Schwester, wenn du nicht willst, dass wir vorbeikommen, gib das Ding wieder. Hat die einen Fernseher, einen Beamer oder Fernseher. Was hat die? Ach nö. Ja. Dann soll jemand zu uns vorbeikommen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, würde ich auch sagen. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir haben ja auch Kurzdistanz-Beamer, wir haben ja alles da. Und dann hast du ja hier einen Teil, das haben wir vielleicht, glaube ich, schon mal in Ansätzen erwähnt, ist in der Szene teilweise sehr beliebt und auch sehr stark verbreitet. Sag du es, was ist es genau? Ein Nvidia Shield Pro. Quasi die Konsole von Nvidia. Wir nutzen sie zum Streamen von Amazon Netflix, damit man halt nicht verschiedene Geräte hat. Man kann natürlich auch spielen darüber. Es gibt einen Controller dabei. Die bieten eigene Spiele an. Zum Teil über Steam kann man seinen PC-Bildschirm demnach auf Fernseher oder Beamer streamen.
Du hast da drüben nämlich so einen wahnsinnigen Spielerechner, das war schon ein bisschen älter, aber sieht immer noch ziemlich mächtig aus. Ja. Und den hast du per Netzwerkkabel mit dieser Box verbunden. Genau. Und somit kannst du alle Spiele oder alles das, den Desktop, ich alles kann übertragen. Den ganzen Desktop übertragen, genau. Und hast dann da vorne auf der Leinwand deinen Desktop. Muss so also keine HDMI-Leitung, nichts verlegen. Das heißt, wenn alles gut läuft, könnte ich mich auf die Couch setzen mit Tastatur und Maus und von da aus spielen. Wenn alles gut läuft, heißt gewisse Schwankungen? Nee, oder? Ich bräuchte noch eine Funkmaus und Tastatur, weil dafür nutze ich es. Ja, okay. Und dann eine, die auch 6-7 Meter natürlich kann, ne? Okay, verstehe ich. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner, wirklicher Mini-Computer. Genau, so würde ich es auch von Nvidia, ne? Genau. Was für ein Betriebssystem haben die da? Das ist Android. Das ist Android? Mhm. Mhm. 4K auch fähig? Mhm, kann die 4K schon? Ja, die Pro-Version ja, die normale noch nicht. Was liegt sowas preislich für den, der sich dafür interessiert? Ich meine, 300 habe ich bezahlt. Ja gut, ist ein sportlicher Kurs, aber bitte, ist eine Menge Technik. Kann auch schon, ne? Ja. Die kann was, ne? Und wie gesagt, wir hatten vorher halt dann Amazon Fire TV hier stehen. Wir hatten dann über Apps von, ich weiß nicht mehr auf welchem Gerät, wir dann Netflix am Laufen lassen, so haben wir alles auf einem Gerät. Können zusätzlich den PC rüber streamen und dann funktioniert das super. Klasse. Technisa Digit Isio STC Plus. Das ist ja ein Kerlchen, der ist ja wirklich klein geworden, die ganze neue Serie. Wenn ich dran denke, die anderen, die waren teilweise doppelt so groß, aber da steckt auch eine Menge Technik drin, denn das ist ein Ultra-HD-SAT-Receiver. Hier am Lande ist SAT natürlich der Hauptempfang, ne? Ja. Wir haben da schon drüber gesprochen. Kabelanschluss, das kennt ihr nur aus dem Buch. Das ist ja gar nicht vorhanden hier. Nee, und Internet ist auch noch so eine Sache. Ist so begrenzt. Aber du bist ja geduldiger Mensch. Das heißt, in anderthalb Jahren rechnest du mit einer 50er Leitung. Ich hoffe auf eine 50er Leitung. Im Moment hast du eine 16er, die aber nur 8 bringt. Genau das. Okay. Reicht zum Stream gerade so, sobald man auf UAD-Stream schaltet, dann. Du hast ja hier hinter der Klappe, ich muss mal gucken, die war doch eine Klappe hier, ne? Die kann man irgendwie aufmachen. So, genau. Da ist ein USB-Anschluss, SD-Kartenleser ist, glaube ich, auch drin und auf der Rückseite kannst du eine HD-Plus-Karte reintun. Das heißt ja, du kannst an diesem Samstag, ich weiß nicht, wann das Video fertig wird, das kann sein, dass das schon dann rum ist, aber an diesem Samstagabend wirst du auf RTL UHD. Dafür musst du einen Sendersuchlauf eben machen, beziehungsweise einen Transponder-Suchlauf, ja? Ist ein besonderer Transponder. Dann kannst du DSDS. Deutschland sucht den Superstar, genau. DSDS kannst du in UHD sehen, in HLG. HLG ist die Broadcast-Bezeichnung von HDR. Und dann siehst du unsere Casterin Janina, du glaubst es nicht, aber das etwas kräftige Mädchen kommt aus Kars, ein paar Straßen weiter von uns. Und die ist tatsächlich im Finale und die flippen gerade alle bei uns aus, weil es ist ja natürlich schon cool, ne, dass die da 4K HDR Kars, das ist ja wieder perfekt für uns vorbereitet. Bietet sich wieder an. Bietet sich an. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, vielleicht wird es ja nochmal dreimal wiederholt, weil es so schön war, dann ist das Finale, glaube ich. Kann ich werde es mir doch tatsächlich mal 3,5 Stunden anschauen müssen. Nur um die Aufnahmen zu sehen. Ja, genau, so würde ich es ausdrücken. Genau, ja, so wird es sein. Ja. Und das kannst du mit diesem Gerät empfangen. Du bist nämlich HD Plus verschlüsselt. Das heißt RTL, und das jetzt mal wirklich, geht noch ernsthaft weiter. RTL macht die Formel 1 ja auch. Die ist auch über diesen Kanal zu empfangen, aber verschlüsselt. Das heißt, der Anwender muss haben einen HD Plus zertifizierten Receiver und dann die Karte muss natürlich freigeschaltet sein. Dann kann er auch die Formel 1 in UHD-Qualität sehen und die ist in echtem UHD. Die filmen wirklich in echtem UHD. Wahnsinn. Ja, ja, ist gut. So, da oben drüber, der Rechenknecht. Ein DSP Antimo 2.0 Dual Core. Den hast du dir geholt direkt am Anfang oder erst später? Direkt am Anfang. Echt? Weil du wolltest da ohne schon... Ohne Rücksicht auf Verluste. Ganz auf Nummer sicher gehen, ja? Ja. Ja, dann musst du jetzt einfach mal erzählen. Also man merkt es auch jetzt noch, also wenn der einmisst, das Dröhnen ist... Also es hätte ein Dröhnen gegeben, also war schon richtig, den zu kaufen. Das kann man nicht anders sagen. Als der hier eingemessen hat, hatte ich kurz Bedenken, ob das Gebäude hinterher noch steht, wenn ich wieder hier reinkomme. Also es hat schon einiges gewackelt hier drin. Weil er so wahnsinnige Messtöne von sich gibt. Das ist brachial. Mhm. Kenne ich noch aus keinem Film, den ich vorher geguckt habe. Also, also wenn ihr mal einen guten Film im Bass sucht, holt euch einen Antimode. Holt euch einen Antimode, genau. Kann ich nur empfehlen dafür, ist perfekt. Also es, und der Unterschied hinterher, man hört es doch deutlich. Hast du schlussendlich dann von Hand noch ein bisschen nachkorrigiert, irgendwas getan? Hast du mit Dennis gesprochen und so? Bis jetzt noch nicht, abgestimmt? Das kommt aber noch. Aber du bist also schon mit dem Automatismus an sich sehr zufrieden? Ja, kann man nicht anders sagen. Für die Zukunft kommen dann noch in alle Ecken Bassfallen rein. Dann werde ich den neu einmessen und dann nochmal im Detail einstellen. Ich habe noch nichts gehört. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken gleich mal. Ja, und dann hast du da diesen 8 Mbit-Router. Ja. Schön, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, liebe Telekom oder wer mal, kommt mal in die Hufen hier rein, Mann. Auch so. Ne? Also, was machst du da? Ist das ein Babyfon? Das ist eine Klingel. Ach, das ist die Klingel. Ja, stimmt, das ist ein Stück schon, ne? Das hörst du nicht. Ist ne? nicht vorne die Klingel, ist die Klingel von der Tür gegenüber. Weil meine Eltern können ja auch innen her. Ja. Und die haben halt früher immer geklopft. Das hat man in der ganzen Wohnung gehört. Aber wenn du halt hier drin sitzt, keine Schnitte, hörst du nicht.
Also die Elternklingel. Ja. Dann, wenn du von innen reinkommst, ist da halt eine Klingel, dass wenn das Klopfen keiner hört, ist noch eine Klingel da, das hört man dann. Was nicht drin. Selten passiert. Richtig. Dann haben wir hier oben zwei Festplatten. Synology. Ja. Die nutzt du für was? Urlaubsbilder? Ja, hauptsächlich. Bilder, Videos, wird alles draufgeschmissen und man kommt halt von überall dran. Also das heißt, du machst dann dies über ihn abgespielt, ne? Also Quatsch, über ihn hier, die Nvidia Shield, ja, Nvidia ne? Shield die, oder du kannst auch ein Oppo nehmen, theoretisch PlayStation. Das sind ja eigentlich viele Geräte, die mit dem nutzen funktioniert. Kannst, ne? Also ich habe reichlich Zugriff. Fast alles, was auf ist, kann dann drauf zugreifen. Ja, cool. Am PC Bilder hinschieben, Musik hinschieben, wenn man irgendwas hat. Das geht alles problemlos. Also bist ja schon ziemlich perfekt ausgestattet, gell? Wüsste ich nicht, was noch fehlen würde, ne? Ach, irgendwas fehlt immer. Ja, was denn? iBeam zum Beispiel. Ja. Hättest du eine Möglichkeit, ein Kabel noch gut zu verlegen? Oder hast du da ist schon dran gedacht. Erst dran gedacht? Das heißt, du hast hier im Estrich und im Boden, also im Boden hast du schon Kabelkanal gelegt. Liegt eine Steckdose und zwei Lautsprecherkabel sind unterm Sofa, versteckt unter einer Klappe. Und wenn ich die irgendwann mal kaufe, muss ich nur noch die Klappe aufmachen, anschließen. Fertig. Also sehr aufmerksam. Alle unsere Videos gesehen und gehört, würde ich mal behaupten. Ne? Ich habe ja einige Videos vorher angeguckt. Sehr cool. Und das hat auch sehr geholfen, muss ich sehr sagen. Sehr cool. Okay, das ist jetzt, ich muss mal sagen, wie heißt das Baby denn? Weil ich habe auch so ein Ding, das sieht aber anders aus, meine ich. Das ist der Echo Plus in der zweiten Generation, müsste es sein. Ah, dann habe ich noch so einen Vorsinnflutlichen da. Ja, der steht bei uns im Kinderzimmer, die ist die erste Generation. Mhm. Die sind die schwarzen, ein bisschen kleiner, glaube ich, müssen die sein. Darf ich wissen, warum der im Kinderzimmer steht, wenn die nur lalala sagen kann im Moment? Der steht im Kinderzimmer, um Schlaflieder etc. alles abzuspielen. Ah, also wenn also ich richtig, mir das, wirklich zur Musik abspielen. Genau, wenn ich mir das Gekratze aus dem Babyphone anhöre, dabei könnte ich auch nicht einschlafen. Ja, okay, verstehe ich. Aber was macht ihr denn sonst noch hier? Also was macht die Gute denn sonst noch hier? Bei uns macht die Gute zum einen Musik über einer V-Receiver auf die Anlage, streamen über Music Unlimited. Mhm. Zum anderen, wie gesagt, Philips Hü-Leuchten überall. Mhm. Also die gesamte Beleuchtung sowohl hier als auch im Flur oder Steckdosen werden geschaltet. Mhm. So, das ist so die und Hauptaufgabe. Und wir haben, glaube ich, im Moment noch ein gemeinsames Problemfeld. So könnte man es vorsichtig ausdrücken. Das fängt mit L an. Ja, Logitech Harmony. Die kriegst du auch noch nicht so richtig rein, ne? Also die über Alexa ans Laufen zu kriegen, ist doch schon mehr Herausforderung und hat wenig mit benutzerfreundlich zu tun, würde ich sagen. Also ich hätte jetzt wirklich eine ganz spontane Idee. Also wer Lust hat, zu uns nach Cast zu kommen und mal zu erklären, wie wir diese Alexa mit dem Logitech kombiniert bringen, machen wir gemeinsam ein Video draus. Kriegst auch noch was Schönes von mir. Also wer das jetzt vorhat, mit mir mal zu erklären, machen wir ein kleines Trainingsvideo dazu, weil es gibt eine Menge Leute, die da echt ein bisschen genervt sind. Und ich finde es eigentlich auch schade. Ja. Und ich habe auch ehrlicherweise nicht mehr die Nächte so viel Zeit, dass ich mich da so stundenlang mit dran setzen kann. Und ich halte weiterhin für etwas kompliziert. Also ernst gemeinter Aufruf, wer mit mir im Cast das mal zeigen möchte, wie man eine Logitech mit einer Amazon so verbindet, dass die Aktion eben heißt, mach mal Fernseher an, mach mal Beamer mit Fernsehbild an und solche Sachen. Das wäre traumhaft. Machen wir ein Video, werden wir online stellen. Ich bin dafür. Ja, genau. Sammelt mal dafür. Kickstarter-Projekt. Ja, wunderbar. Dann hast du hier, das ist auch cool, ne? Und das ist Holz, ne? Das ist Holz in Hochglanz beschichtet. Sieht super aus. Und dahinter die Löcher, damit auch das ganze Zeug lassen, da reinkommt. Genau, ist so fertig bestellt. Das ist bestimmt schwer, ne? Hat aber Rollen. Das hat Rollen? Natürlich. Steht fast auf dem Boden, ist nicht viel. Und du kannst das ganz leicht so nach da oder nach, nach da? Ich kann es nach vorne ziehen, ganz leicht würde ich nicht sagen, das hat halt ein bisschen Gewicht. Aber aber die Rollen hast du ja, das sind ja super flache Rollen. Ne? Ja, dann müsstest du mal kurz aus der Ecke kommen, dann zeige ich dir das gerne. Ja, warte mal. Das erinnert mich jetzt wieder an den Effekt damals bei unserer liebe Ilona. Ilona, Grüße, die ihre super Leiter umgebaut hat. Ja, habe ich gesehen, vor kurzem. Das war doch wohl cool, oder? Grandios. Okay. Ich ziehe es jetzt mal nur bis hierhin. Mach wieder zu. Ich kann nicht sehen, was da alles ist. Das habe ich mir gedacht. Ja, ist ja genial. Wunderbar. Man kommt überall dran. Und du siehst nichts. Du siehst ja keine Rolle, du siehst ja gar nichts da unten. Schön schwebend. Oh, da werden viele dir später mal danken für die guten Tipps, die du da hast. Schön. Toll. Komm, wir machen mal eben kurz Pause, weil wir wollen ja noch den Beamer zeigen. Und dann zeigen wir mal, wie das Ganze in Funktion geht. Gerne. Es ist wieder soweit. Du drückst jetzt welchen Knopf, damit was passiert? Einen Knopf auf der Logitech Harmony Elite. Und dann fährt der Beamer-Lift runter, der über uns ist. Kommt mal einfach mal. Beamer geht an, Leinwand fährt runter. Technik geht an, schaltet sich auf die richtigen Sender ein. Holla, die Waldfee, was ist da oben denn drin? Rollladenmotor. Na, da bist du aber mal richtig. Wow. Das ist aber mal ein Knaller da oben. Nochmal, ist das komplett selber gebaut? Ja. Okay. Rollladenmotor? Sind die so los? Sind die so los?
Würde ich nochmal bauen, wäre außerhalb vom Gehäuse. Außerhalb des Hauses. Ja, ich stehe auf die Rückseite, der hat jetzt hier das Problem, der ist halt ja wirklich in der Box drin. Ja, das vibriert natürlich auch alles da ein bisschen. Und der Schall wird natürlich verstärkt da drin, das merkt man schon. Okay. Es gab mal die Überlegung, das Ganze noch Konstruktion ist der Hammer, aber du traust dich ja nachts das Ding nicht mehr hochzufahren. Das lässt doch, funktioniert. Noch, ja, ohne dass das, Kind schläft. Haben die so einen guten Schlaf hier? Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kein Problem. Ja, aber sehr, 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 sehr cool. Also komplett selbst gebaut, das Ding. Ja. Guck mal an, du. Und dann noch hier. Muss mal gucken, wie tief kommen wir runter, beziehungsweise wie tief müssen wir, damit wir das Bild noch projiziert kriegen. Ja, so tief müsstest du nicht unbedingt. Ne? Ja, ist nicht mehr viel Luft nach unten. Ne, ist so. Dadurch, dass wir halt auch vom Zoom her auf Limit sind, 220 müssen es sein. Ja, du hast es echt alles ausgereizt. Ne? Ist alles auf Limit. Deswegen, ich habe es auch dreimal nachgerechnet, bevor ich dann bei euch bestellt habe. Ich gehe davon aus, dass aufmerksame Zuschauer schon gemerkt haben, dass das doch irgendwie mit der Höhe knapp werden könnte bei einer 3,30 Meter 16:9 Leinwand. Und die Lösung ist welche? 21:9 Leinwand. Yes, Sir. Eine 21:9 Leinwand. Und ich würde sagen, wir drehen uns mal vorsichtig. Bleibt mal da stehen, Frank. Wir machen das jetzt mal alles live hier. So, jetzt guckt hier nämlich eine 21:9 Leinwand an den 3,30 Meter, was ja sehr sexy ist. Ja, auf jeden Fall. Weil du ja viel Film guckst. Ja. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, du machst doch PlayStation. So, da ist dann 16:9. Richtig. Dann zoomst du kleiner. Genau, zoom ich kleiner. Musst ein bisschen nachjustieren alles. Das machst du mit dem Lens Memory, ne? Ja. Höhe und so weiter. Ich muss ja sagen, ein bisschen nachjustieren, was gemacht werden, macht der Beamer alles. Ich drücke nur noch einen Knopf. Was machen wir jetzt als nächstes, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr sehen wollen? Ja, Rollläden runter, würde ich sagen. Dann mach doch mal. Was musst du machen? Genug Fernbedienung? Rollläden laufen noch über Schalter an der Wand. Ja. Die befinden sich hier schön versteckt hinter unserer kleinen Gardine hier. Gehe ich davon aus, ist das nächste Jahresprojekt? Oder noch nicht? Die gab es sogar. Also ich habe auch noch den JB Media irgendwo da hinten in dem Regal drin. Den haben wir übrigens gar nicht gesehen. Fällt mir da ist er wieder, JB Media. Der schaltet zum Beispiel auch die Subwoofer ein. Die sind auf Dauerstrom. Mhm. Und damit ich halt nicht auf Automatik stellen muss und das Problem kriege, dass sie gegebenenfalls nicht anschalten, sind die auf Dauerstrom und die Funksteckdosen, da ist so ein Aktor vom JB Media drin und die Steckdosen werden halt geschaltet. Also JB Media, für alle die noch kein Video gesehen haben, ist ein kleiner Apparat, der wandelt die Infrarotsignale in Funksignale um. Genau. So habe ich es richtig ausgedrückt, ne? Ja, genau, so war es dann. Das ist natürlich eine sehr spannende Lösung. So, jetzt gehst du also von Hand nochmal dahin. Ja. Ja, ein bisschen Sport tut auch gut. Okay, ein bisschen Bewegung. Ja, das ist also dann die, die richtig lichtdicht schließt. Und dann hast du da oben auch noch was. Guck das mal, sind Frank. Auch lichtdichte Rollen. Das ist doch mal cool. Da oben gehen dann auch noch mal die lichtdichten Rollläden runter. Das sind aber richtig tolle Dinger, du. Die sind so. Die sind aus Kunststoff, ne, oder? Mhm. Ist derselbe Rollladen wie an der Terrassentür im Endeffekt. Nur der hat keine Lamellen, die sich aufschieben, sondern ist dazwischen mit so Gummi, ist das, glaube ich, verbunden. Und schließt dann ziemlich blickdicht. Wie gesagt, so ein kleiner Lichtpunkt kommt jetzt, glaube ich, unten noch durch, aber das ist nichts mehr, was störend ist. Und schon habe ich eine komplett andere Welt hier. Ja. Zusätzlich kann man dann natürlich noch hergehen, das wäre dann so der nächste Schritt, ne? Wo wir gerade beim manuellen sind und eh die Schalter zuziehen. Wäre dann schön die Vorhänge schließen. Ja, damit du keine Reflexion und sowas hast und es klanglich sich auch noch ein bisschen bemerkbar macht, genau. Vielleicht, ne? Ja. Wir haben auch da auf der Seite sind 6 Absorber, hier sind es nur 4. Mhm. Durch die Doppelschiebetür und um das so ein bisschen zu kompensieren, halt der Vorhang. Ja, 3,30 Meter, 21:9 Leinwand. Meine Güte, richtig cool. Dann hast du diese schönen Lichter schon als Vorszenario. Genau. Wenn du jetzt sagen möchtest, jetzt fang mal an, drückst du beim Play, gehen dann Lichter aus oder drückst du das separat? Ich mach's das separat aus. Ich hatte es eine Zeit lang drin, dass sie ausgehen. Habe ich aber rausgenommen, weil im Endeffekt nicht immer alle direkt sitzen. Nur wenn man Play drückt, dann kommt noch Trailer und dann kommt noch wer rein. Wo hast du die Fernbedienung nochmal bitte? Fernbedienung liegt hier. Gib mal bitte. Weil ich meine, dass er die Elite sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass die ja hier extra so Lichtpunkt, also Lichtschalter hat gegenüber dem normalen Touch und wie die anderen da die heißen. Die Haussteuerungstasten, ne? Sind das. Genau. Die kann man im Endeffekt belegen, wie man will. Also ich habe zum Beispiel auf allen 4 Tasten sind Lichtszenarien drauf. Bei langem Drücken geht halt jeweils das Licht aus. Welche du davon lange drückst, ist egal. Also die Frage haben wir nämlich auch schon häufig gestellt bekommen. Also wir verkaufen Logitech-Produkte in der Hinsicht leider nicht. Aber Fakt ist, dass man eben den Unterschied hat, dass die Elite eben deutlich mehr Möglichkeiten wegen der Haussteuerung hat. Und das ist unter anderem hier bei dem Licht schon eine ganz praktische Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Gut, das heißt, die Logitech ist jetzt auch so programmiert, dass sie einen Teil der Geräte direkt per Infrarot steuert und der Rest der Geräte wird dann über den Hub, das ist ein separater Empfänger, das kriegt er dann per Bluetooth oder per WLAN das Signal und gibt dann die Signale wiederum per Infrarot an die jeweiligen Geräte weiter. Letzten Endes geht es dann so weit, dass sogar die Fernbedienung dem Hub sagt, dass der JB Media die Lautsprecher, Subwoofer anschalten soll. Also es sind schon ein paar Geräte, die da hintereinander hängen. Ja, aber ist doch schön. Also eine Fernbedienung, zweimal Handbewegung hier und dann läuft das Ganze. Richtig. Gut, alles klar. Unkompliziert und funktioniert.
Okay, dann gucken wir uns dann nochmal ein fertiges Bild an, wenn das mal alles so duster ist. Der gute Frank stellt sich mal in Bereitschaftsaufnahme und dann schauen wir mal, wie das sich so anhört und wie das hier sich so anfühlt. Ich glaube, wir werden noch was fühlen hier, trotz ohne iBeam. Das wird schon gehen hier, ne? Ich denke. Gut. Okay, also, wir blenden mal ein paar Bildchen ein. Das eine fangen wir damit an. Ich habe vergessen, vorhin natürlich zu erwähnen, welcher JVC-Projektor da oben sein Spiel spielt. Und zwar ist das welcher? Der JVC X7500. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, wie es so schön heißt. Also, perfekte Kombination. Der Beamer mit extrem viel Kontrast, Helligkeit, perfekt mit der Leinwand kombiniert. Selbst in einem, wie man so schön sagt, normalen Wohnzimmer. Ja, natürlich jetzt, wie wir schon festgestellt haben, ziemlich optimiert, aber der holt dann ganz ordentlich was raus. Und da haben wir uns ein paar Szenen angeguckt, denn es ist an diesem Wochenende Jumanji rausgekommen. Da gibt es eine kleine nochmal Besonderheit neben, wie ich finde, einem sehr schönen Familienfilm. Es ist ein Film, der sogar je nach Kombination von Blu-ray, UHD und so weiter mit einer Auro-Tonspur ausgestattet ist. Und zwar mit einer Original-Auro-3D-Tonspur. Allerdings für alle die, die Englisch mit Untertiteln mögen oder auch ohne Untertitel, dann ist es in Englisch. Erstaunlicherweise, und das war neu, das haben wir auch mal bei uns schnell getestet, erstmalig haben wir hier festgestellt, ist die Dolby Atmos Spur, die nämlich auf der UHD in Englisch drauf ist, doch definitiv eine andere als die Auro Spur. Weil normalerweise in den letzten, normal ist es nicht, aber in den letzten Monaten haben wir immer wieder festgestellt, dass man einfach eine Dolby Atmos Spur auf Auro konvertiert hat, wenn es denn mal so eine Kombination gab. Und da war das also vom Inhalt gleich. Das ist definitiv nicht der Fall. Auro ist ganz klar anders abgemischt. Man hört deutlich mehr Elemente von Objekten, von Sachen, die da oben mehr oder weniger passieren könnten oder auch passieren. Und somit ist das schon mal eine sehr schöne Sache. Ansonsten, Auromatik in Deutsch hört sich fast genauso an, muss man auch wiederum sagen. Also ein toller Film, hat jetzt Spaß gemacht. Und wenn man kurz reingehört, die Motorradszene könnte so eine deiner zukünftigen Lieblingsszenen werden. Wird eine neue Vorführszene, wenn jemand das Kino noch nicht Ja, kennt. Weil da hat es mal ordentlich im Galkon hier gescheppert, als die Jungs da angeflogen kamen. Also die Subwoofer machen hier verdammt guten Job, ziemlich präzise. Man ist wirklich mittendrin hier im ganzen Geschehen. Alles in allem, was sollen wir anders warten? Es ist wirklich cool. Also ich wüsste nicht mehr, was man hier noch für ein Wohnzimmer noch verbessern könnte. Und ja, es ist toll. Also den Sub, den iBeam kannst du dir ehrlicherweise fast sparen. Also jedenfalls, wenn so Motorradszenen sind. Das hat also ordentlich hier vibriert und angenehm. Es war wirklich angenehm. Tolle Geschichte. Also ganz toll. Jumanji, toller Film. Macht Spaß. Könnte auch eine Referenz bei UHD werden im Bild. Ja, mein lieber Janosch, wie sagst du schön, ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass wir uns das hier alles anschauen konnten. Sehr gerne, hat mich gefreut. Du hast ja gesagt, was du noch ein bisschen feintunen willst. Das ist ehrlicherweise nicht mehr viel, wie ich finde. Ne? Du kannst hier viel Spaß haben, was du ja auch hast. Wir haben dir auch, wie es so schön heißt, eine Kleinigkeit mitgebracht. Die konnte ich dir jetzt warte mal hier, nicht ersparen. Ach Gott, wo bin ich denn hier? Eine gute Kuscheldecke ja, super. Für die ganze Familie, Mama, Mutter, Kind. Ne? Vielen Dank. Die ist ja so groß, da passt ja passen mehr oder weniger alle drunter wahrscheinlich. Ne? Der Nachwuchs ist ja noch so winzig, gerade mal wie alt? 4 Monate, ne? 5. 5 sogar, ja, und schläft durch, was für ein Glück. Ja. Und wird auch nicht geweckt. Nee. Und dann habe ich dir noch was mitgebracht. Das ist eine ziemliche Besonderheit. Das ist eine Marantz Pure Audio. Wer was über Pure Audio wissen will, darüber werden wir in Kürze mal berichten. Ist eigentlich ein ziemlich geiles Format, wie ich finde, Pure Audio. Ist aber komischerweise noch sehr unerkannt und unbekannt. Dabei ist es gerade für Musikfreunde ein super Format, denn es ist im Original eine Blu-ray-Disc. Und auf dieser Blu-ray-Disc ist jetzt die Möglichkeit, Musik in verschiedenen Variationen abzuspeichern. Das heißt konkret, man kann die Musik in Stereo, in 5.1, in Dolby Atmos, in Auro abspeichern. Und dann habe ich die Möglichkeit, über diese Farbtasten hier, während ich die Musik höre, einfach umzuschalten auf die jeweilige Tonspur und kann also die Musik dann mal hören. Ja? Das ist natürlich super. Ich brauche also im Fernseher nichts anmachen. Ich brauche nur eben natürlich klar einen Blu-ray-Player zum Abspielen. 24-Bit, 96 Kilohertz, also auch wirklich sehr hochwertig von der Aufnahme her. Das Ganze ist hier in Kooperation mit Marantz und dem Stefan Bock von MSM Studios entstanden. Und das ist wirklich coole Musik. Das sind The Pinnacle of Home Cinema Sound. Ja, schöne Jazz-Dinger, hört sich super an und man kann auch mal schön vergleichen, wie hört es sich denn mit dem oder mit dem oder mit dem Tonformat an. Die gibt es von uns für Kunden, die einen Marantz 8012er oder 8805 Vorstufe kaufen, weil die Dinger sind echt nicht käuflich zu erwerben und extrem rar. Aber einen habe ich jetzt hier rausgeschnitten, den Jungs aus den Rippen im wahrsten Sinne. Die kriegst du von mir hier. Super. Obwohl du den Dennen da stehen hast. Aber es ist ja ein und derselbe Verein, nämlich Sound United. Geht ins gleiche Portemonnaie vom großen Boss. So, bitte vielen sehr. Dank. Also, bist du Spaß da freue ich mich, das glaube ich. Glaub ich. Das ist cool. Kann ich ja fleißig testen.
Ja, so ist es. Und wir müssen jetzt noch ein paar Aufnahmen machen, die wir ja, jetzt hier noch gleich noch reinschneiden werden, bis wir also schon reingeschnitten haben. Ich sage vielen, vielen Dank, wünsche euch weiterhin viel Spaß. Wir bleiben in Kontakt, wie es so schön heißt. Ja, ne? Wenn irgendwas ist, melde dich. Und ansonsten, wenn ihr jetzt Spaß gefunden habt, mal das Ganze auch mal für euch zu planen. Wie heißt so schön, samstags sind wir auf. Und wir werden jetzt jeden, das ist neu, ha, ich habe noch eine Ankündigung. Jeden vierten Freitag, da wird doch sowieso noch ein Spielchen werden, wir müssen noch was anderes einfallen. Aber jeder vierte Freitag im Monat, das ist eigentlich der letzte Freitag im Monat, würde ich mal sagen. Ne? Ja, fünf Freitage kann es nicht geben, glaube ich. Ne? Ja, wahrscheinlich immer der vierte. Also ich werde da mal vielleicht noch mal so einen separaten Plan machen. Aber da wollen wir aufhaben, ohne Terminvereinbarung, weil wir sind mittlerweile eine Menge Leute im Verkauf und wir haben die Chance, ganz gut das zu machen und der Rest machen wir natürlich weiter in Termin, aber freitags wurden wir sehr häufig gefragt und der eine oder andere war auch da mal plötzlich ohne Termin vor der Haustür, das ist immer ein bisschen blöd für uns, weil wir wollen natürlich die bestmögliche Beratung bieten und deshalb werden wir jetzt mal so uns organisieren, dass wir freitags ohne Beratung jeden vierten Freitag oder jeder letzte Freitag im Monat, so hört sich schöner an, aufhaben werden. Ja, gibt es noch weitere Informationen und wir müssen wieder zurück, weil wir müssen noch ein bisschen umbauen im Grubi-Kino. Da warten insgesamt 15 Lautsprecher jetzt auf mich mit meiner Dolby Atmos Auro 3D und DTS:X-Anlage in Verbindung mit einem Denon 8500 bzw. Marantz 8805. Das wird eine ganz geile Nummer. Also ein bisschen Luft hättest du ja noch nach oben. Ich wollte gerade sagen, also es bietet da Potenzial. Da könnte ja noch was passieren. Wir gucken mal. Also bis zum nächsten Mal wieder bei Grubi TV. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Janosch. Gerne.